Jack Breaker hier. Heute machen wir eine Fahrradtour. Road to MMA Biking. Nicht gut. Sehr gut. Und das ist dieses. Der Profisportler hat für 20 Euro vom Kumpel ein Fahrrad gekauft, Alter. So eklig mit Hand lackiert, Alter. Das sieht so aus, als ob ein Veganer draufgekotzt ist. Wohin fahren wir? Rein abwärts. Ja, Richtung Koblenz. Koblenz, 140 Kilometer hin und zurück. Jackbreaker on Tour mit Numan Bayram, Profiringer und Black Panther. Ja, verfolgt den Kanal, viel Spaß und gleich sind wir on the road. Okay, Black Panther hat mich abgeklatscht. Auf Steam, die wird gerade renoviert. Meine Beine, die sind wirklich krass, also krass tot, sag ich mich. Das ist auch nicht mehr so Ermüdung, das tut schon mittlerweile übel weh. Wirklich, ich habe so Schmerzen, das gibt's gar nicht. Auf der Hinfahrt habe ich gesagt, ja, ich versuche so viel wie möglich zu schnell und so. Aber jetzt weiß ich, man soll lieber ein professionelles Fahrrad kaufen. Du bist auch auf die Fresse geflogen, die Kette ist ja rausgeflogen beim Anfahren, gell? Ja. Ey, schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ja, auf jeden Fall witzig, ja. Voll auf die Fresse. Hast du überhaupt so eine Tour jemals gemacht? Nee, im Leben, ne. Und du hast auch schon Glück gehabt, deine Fahrräder wurden immer geklaut auch, gell? Ja, da habe ich Glück gehabt. Pech also, ne? Ja, Glück, Pech, wenn man es nennen will. Ja. Aber es ist wirklich sau anstrengend. Ich habe nie so Atemnot. Ich habe auch mit Nummern unterwegs vereinbart gehabt, dass wir auf eine Strecke Beschleunigung trainieren, dass er an mich ranfährt und mal anzieht
und dann hole ich ihn ein und ziehe dann durch. Das war etwas, wo ich in den Muskeln so ein Brennen verspürt habe. Aber darüber hinaus, diese 60 bis 90 Umdrehungen in der Minute, da habe ich überhaupt kein Problem. Mein Herz bewegt sich da auch, glaube ich, gar nicht. Ich muss dir mal mein Fahrrad geben. Ja, dann kann ich dir auch sagen, wie es ist. Aber trotzdem, ich meine, du meinst ja, das war ja alles locker für dich. Ja. Ich meine, du kannst ja noch das Doppelte bestimmt. In den anderen Trainingseinheiten weiß ich ja nicht die Leistung von euch auf. Ich könnte jetzt ganze Tag ohne Problem wieder täglich immer 200 Kilometer fahren. Das ist für mich machbar. 13 Stunden am Tag würde ich durchgehend nochmal packen. Also zum Beispiel die 140 Kilometer heute. Also man muss halt natürlich die Zeit einkalkulieren. Wir haben ja auch gleich Dunkelheit. Und das Ding quietscht ja bei dir. Da, man hört richtig raus, dass du permanent nur Kraft am Verlieren bist. An der Kette, das tut an den Zahnrädern, willst überspringen, verspannt sich. Die Kette ist bei dir verspannt, Alter. Das höre ich komplett. Ja, das ist schon hart. Du verlierst da so viel Reibung und Kraft, du. Und die ganze Pedale, das verzieht sich ja bei dir da, bei dem Gang, wo du drin bist. Also ich sag wirklich, dein Fahrrad ist dafür wirklich nicht geeignet. Ja. Aber Hut ab, dass du das gemacht hast. Wenn ich zu Hause bin, erstmal warm duschen und alles. Ja, wir werden halt, wir nehmen euch ja mit. Ihr werdet die Trainingseinheiten, habt ihr jetzt schon alle gesehen, mit dem Wandern, Treppen. Es geht immer weiter. Und man wird am Ende auf jeden Fall mal ein Resultat sehen, wie das ist.